Ja Leute, und willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Heute mal einfach nur ganz kurz über ein kleines Thema reden, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, beziehungsweise das möchte ich jetzt nicht übertreiben, aber naja, auf jeden Fall wollte ich es einfach mal angesprochen haben, deswegen, ihr seht jetzt im Hintergrund irgendwie Gameplay oder einfach nur ein Bild. Ja, es geht um Likes auf YouTube. Likes werden häufig von den Zuschauern verwendet, um den YouTuber Mut zu machen in dem Thema, was er anspricht oder wie er seine Videos rüberbringt. Das ist ja an sich eine ganz gute Sache, aber ich finde es, wie es auf Facebook ist, zum Beispiel besser. Wenn es einem gefällt, liked man es, wenn es einem nicht gefällt, ignoriert man es. Und genauso soll es auf YouTube auch sein. Ich finde, Likes werden viel zu sehr dafür verwendet, um irgendwelche Leute zu haten oder irgendwie Unmut zu äußern. Das ist ja einerseits gar nicht falsch, Unmut äußern, aber den ersten Punkt, den ich genannt habe, haten, das ist eben das Falsche, meiner Meinung nach. Haten, da nutzen die Zuschauer, die einen haten wollen, beziehungsweise die Hater, den Dislike-Button dafür, um ihn, den YouTuber fertig zu machen. Nur 90%, 95% der YouTuber juckt es nicht. Genauso wie es mich eigentlich nicht juckt. Dann denke ich mir, in einem Thema, was ich jetzt, wo ich ein Thema angesprochen habe, dass vielleicht einige mit dem Thema nicht zufrieden sind. Aber ich weiß, dass meine Videoqualität nicht so ist, dass man ein Video eigentlich disliken müsste. Da gibt es ganz andere Videos. Deswegen nehme ich mir Dislikes nicht zum Herzen. Das Einzige, was mich stört daran, ist, dass wenn ein Video zum Beispiel 25 Likes und 10 Dislikes hat, sieht es einfach nicht schön aus für neue Zuschauer. Die denken sich, wieso ist das so? Und deswegen finde ich das echt schade. Ich bin deswegen zum Entschluss gekommen, dass ich meine Likes und meine Dislikes nicht sichtbar machen möchte. Bedeutet, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr mir zeigen wollt, dass euch das Video gefallen hat, könnt ihr immer noch liken, und wenn es euch nicht gefallen hat, wenn euch das nicht gefällt hier, dann könnt ihr es disliken, und das interessiert mich in dem Fall beim Dislike nur so viel, dass ihr mit dem, was ich anspreche, nicht zufrieden seid oder irgendwelche anderen Gründe. Aber ich möchte eben nicht den Leuten, die mich nicht mögen aus irgendwelchen Gründen, vielleicht verständlich, vielleicht auch einfach nur irgendwie ein bisschen Hirn verbrannt, ich möchte ihnen einfach nicht die Plattform bieten, mich darüber fertig zu machen, beziehungsweise das zu wollen, oder auch andere YouTuber fertig zu machen, auf deren Kanälen. Also für mich ist es eher wichtig, dass die Likes wirklich zu dem eigentlichen Verwendungszweck zurückfinden, nämlich zu zeigen, yo, mir gefällt, was du machst. Und das ist einfach teilweise wirklich schwer möglich, weil die, denen es gefällt, die zeigen das mit dem Like, zumindest, ich würde mal so sagen, 40%, die anderen vergessen es einfach zu liken. Mache ich auch einige Male, dass ich einfach nicht dran denke. Aber Likes sind momentan auf YouTube, eben im YouTube-Suchalgorithmus, überhaupt total unwichtig geworden mittlerweile. Also das Video wird nicht anders anders gelistet, wenn man viele Likes hat. Das ist total uninteressant momentan geworden. Vielleicht ändert sich es wieder, aber deswegen habe ich erstmal gesagt, ich möchte Likes ausstellen, weil es zu viele Leute gibt, die sich daran aufgeilen, oh, ich habe da 11 Dislikes drauf gemacht, easy, der ärgert sich jetzt bestimmt. Nein, ich ärgere mich eigentlich nicht. Aber jetzt können wirklich viele wieder argumentieren, na, der ärgert sich ja doch, weil sonst würde er seines Likes ja nicht ausschalten. Wie gesagt, ich mache das nur, damit mich andere Leute dadurch in ihrer Meinung beeinflusst werden. Ich möchte, dass die Likes, wenn euch das Video gefällt, dass ihr liked, denn dann sehe ich, ich habe was richtig gemacht. Das ist richtig, was ich in dem Moment gemacht habe. Ich habe das Video gut nachbearbeitet, ich habe einen guten Kommentierstil, ich habe einfach eine gute Videoqualität. Das sagen mir Likes. Aber mir sagen Likes nicht, Dislikes sagen mir leider nicht mehr wirklich was aus, ob das jetzt daran lag, weil das Video nicht gut war, weil das Spiel, was ich gespielt habe, denen nicht gefallen hat, sondern es nutzen viel zu viele Leute einfach nur dafür, um mich möglichst irgendwie fertig zu machen, was mich nicht juckt, wie schon gesagt. Deswegen, wie gesagt, schalte ich sie aus. Einfach aus dem Grund, dass diese Plattform den Zuschauern bzw. den Hatern nicht geboten werden soll. Ihr könnt, wenn euch das, wie gesagt, noch gefällt, dann könnt ihr immer liken, ihr könnt auch disliken. Ich möchte einfach, dass die Dislikes wirklich dafür Verwendung finden, wenn ihr irgendwas nicht mögt. Und das ist mir ganz wichtig. Und deswegen mache ich das Video auch. Einfach damit ihr wisst, warum die jetzt ausgeschaltet sind, beziehungsweise warum sie nicht sichtbar sind. Einfach nur, um diese Plattform zu verhindern. Ihr könnt immer noch disliken, wenn ihr mich nicht mögt. Herzlichen Glückwunsch, klickt dir einfach jedes Video von mir 11-mal an, wahrscheinlich ist es nur eine Person, klickt dir eben das Video 11-mal an. Viel Spaß, wünsche ich dir viel Erfolg, aber du kannst dich nicht mehr dran aufgeilen, dass du siehst, oh, die Dislikes, die gehen hoch, weil das siehst du einfach nicht mehr, das sehe ich, und dann denke ich mir so, oh cool, 11 Dislikes in 2 Minuten, sind bestimmt 11 Personen gewesen, die zufällig im gleichen Moment auf das Video geklickt haben und alle das Video nicht gut finden,
Aber naja, da mache ich mir einfach nicht sonderlich viel raus, ne? Also ich hoffe, das habt ihr verstanden. Und dann könnt ihr auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare schreiben oder eine positive oder eine negative Bewertung dalassen. Und dann sehen wir uns, würde ich einfach sagen, im nächsten Video. Haut rein, Leute, und tschüss.